Wie viel ist eigentlich zu viel? Diese Frage stellten sich in letzter Zeit Jugendschützer in Brandenburg an der Havel. Hintergrund: Die Flyer einer örtlichen Großraumdiskothek waren zu freizügig. Und das reichte schließlich aus, um ein stadtweites Verbot für die sexy Reklame zu erwirken. Was die Betroffenen sagen und wie viel wirklich zu sehen war, das zeigen Ihnen Sven Pinke und Kevin Schiemann. Zack und weg. Mehrere tausend Flyer musste Daniel Müller bereits einsammeln und vernichten. Für den Flyer seiner Diskothek ist es zum Markenzeichen geworden, dass die hauseigenen Gäste darauf abgelichtet werden. Die Aufregung um das freizügige Foto teilt er aber nur bedingt, denn vor Ort stieß das Werbemittel auf überwiegend positive Resonanz. Es fand breite Zustimmung, das ist ja mal ein interessantes Cover. Teilweise wurden auch die Personen, die dort abgebildet sind, anhand von einschlägigen Merkmalen wie Tattoo und Piercings erkannt. Und womit eigentlich dieser Wiedererkennungswert, ich bin in meiner Stammdiskothek und bin auf dem Titelcover, eigentlich sehr gut angenommen wurde. Die Person, die hauptsächlich wiedererkannt wurde, ist Madeleine D. Bereits seit 5 Jahren modelt die 23-Jährige in ihrer Freizeit. Der Schwerpunkt dabei Aktaufnahmen. Nach zahlreichen Shooting-Aufnahmen hat sie aber nur wenig Verständnis für die Moralapostel. Ja, naja, ich finde das ein bisschen übertrieben, ja. Dass er gleich zurückgerufen wird, weil man ein bisschen Brust sieht. Mein Gott, ich meine, in jeder Zeitschrift gibt es heutzutage Brüste. Ganz anders sieht es aber die zuständige Behörde der Stadt. Hier ist man sich darüber einig, dass derartiges Schmutzzeug nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Die Darstellung auf dem Flyer hat uns dazu veranlasst, das Gespräch mit dem Betreiber zu suchen, da der Flyer unter anderem auch eine Teenie-Disco beworben hat, deren Zielgruppe Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind. Und man kam aus moralischen Gründen überein, dass der Betreiber den Flyer umgehend aus dem Verkehr nimmt. Im Grunde genommen kann es aber in einer solchen Situation nur Gewinner geben. So sieht es Daniel Müller, denn das plötzliche Verbot des Skandalflyers hat auch seine Vorteile. Ja, für uns war das sehr ansprechend gewesen, auch mal Gäste von uns in anderen Posen, wie immer nur mit mir Sicht auf den Flyer zu zeigen. Und das Wort Guerilla-Marketing ist ja in aller Munde, wo ich sage, kleines Foto, große Wirkung. Und darum fällt der Abschied am Ende auch nicht ganz so schwer. Obwohl die Flyer ihren Dienst vorzeitig quittieren mussten, bleibt doch eines ganz sicher in Erinnerung. Und zwar ein Musterbeispiel an geschickter Werbewirkung.